Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen falschen oder richtigen Freitag, komplett egal, Hauptsache Wochenende, sonniger Tag, wunderschön. Heute haben wir einen keltischen Donnerstag, einen Jupitertag, einen guten, einen positiven, angenehmen, einen Erfolgstag. Hoffentlich wird sich das auch so herauskristallisieren für dich. Und wir haben morgen den Jupiter, sage ich, den Saturn rückläufig, und zwar ist der schon seit ein paar Tagen stationär, weil er halt sehr, also relativ langsam läuft, braucht er natürlich einige Tage, um sozusagen mal stehen zu bleiben, also optisch stehen zu bleiben. In Wahrheit ist die Rückläufigkeit ja nur ein Phänomen aus der Perspektive der Erde betrachtet. Wenn sie sozusagen die Erde umrundet, dann schaut es halt optisch so aus, dass eben ein Planet, der weiter draußen ist, der halt auch einen runden Zyklus vollzieht, aber durch unsere quasi Hin- und Herbewegung von der Seite gesehen um die Sonne schaut es halt so aus, als ob der Saturn dann, naja, alles, also jedes halbe Jahr quasi rückläufig wäre. Der Saturn befindet sich in den vorsichtigen, ängstlichen Fischen. Also das heißt, er ist dort eh schon ziemlich schwach gestellt. Und er befindet sich zudem noch eingeschlossen im dritten Haus. Also handelt es sich hier jetzt um Energien und Kräfte, die vordergründig nicht so schnell sozusagen zu erkennen sein werden. Immerhin braucht er bis zu seiner Direktläufigkeit im November, am 4. November wieder direktläufig, 140 Tage. Und das heißt, jedes Haus hat eine Größe von 11,66 oder 666 Tagen. Und zu alledem ist der Saturn auch noch auf Zwillingegraden. Mit 7 Grad 12 Minuten ist er im Bereich der Zwillingegrade von 5 Grad bis 7 Grad 30 und weist uns noch einmal auf das Thema Merkur-Zwillinge hin. Ja? Das heißt, hier geht es bei der Rückläufigkeit Saturns auch um das Thema Verträge, Kaufaktionen. Das heißt, hier gilt es für dich in den nächsten Monaten, also bis zum 4. November, sehr vorsichtig bei größeren Käufen zu sein. Ja? Ich meine, wenn du jetzt irgendwelche sicheren Sachen kaufst, ich weiß nicht, Schotter, Zement oder was, Autoreifen oder was auch immer, ja, etwas, wo man sagt, das ist eine Sicherheit, alles in Ordnung. Aber ansonsten würde ich hier sehr aufpassen, denn es könnten sich gewisse Einkäufe als Irrtum herausstellen, beziehungsweise auch als Fehler. Wir sehen hier obendrein noch die Spitze des dritten Hauses im Wassermann und der Herrscher des dritten Hauses, Uranus, steht im sechsten Haus, was uns wiederum darauf hinweist, dass etwas nicht stimmt und natürlich, dass es hier auch um das Thema, naja, Arbeit, Beruf und natürlich Verlust der Sicherheit geht. Letztendlich ist Saturn ja auch, ja, hier haben wir Verlust der Sicherheit wegen Stierbesetzung und hier haben wir Saturn natürlich auch als großen Sicherheitsanker, als das, was unser System, wie kann man das bezeichnen? Ja, das, also Stabilität, genau. Was für uns im Leben Stabilität bedeutet, das sagt uns Saturn im Horoskop aus. Er sagt uns aber auch das, was uns im Leben nicht so leicht fällt. Also das heißt, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir eben nicht lachen können, wo wir nur kleine Schritte vorangehen können. Und natürlich spricht die Rückläufigkeit Saturns, also seine Schwächung, eine weitere Schwächung, weil in den Fischen ist er ja schon sehr, sehr schwach gestellt, spricht er natürlich die beiden Saturn-regierten Sternzeichen, Steinbock und Wassermann, direkt an und mahnt diese beiden Sternzeichen zu besonderer Vorsicht. Und weil er hier im dritten Haus, wenn auch eingeschlossen steht, auf Zwillingegraden, ist natürlich auch das Sternzeichen Zwillinge davon betroffen. Und last but not least, oder James last, oder wie das heißt, Ladies first, James last, so heißt das, glaube ich, haben wir hier die Fischebesetzung, die uns natürlich auch aufzeigt, dass es für die Fischegeborenen jetzt auch nicht unbedingt leichter wird. Grundsätzlich heißt das natürlich auch, dass jetzt hier Begrenzungen, Saturn steht ja für Begrenzungen, in irgendeiner Form aufgehoben werden. Das heißt, der Saturn nimmt sich eben für die nächsten Monate irgendwie aus dem Spiel heraus und es kann durchaus bedeuten, dass wir jetzt in der einen oder anderen Situation des Lebens eine Art Wild-West-Szenario erleben werden, weil sich Saturn eben, der Herrscher sozusagen, der Hüter der Schwelle, sozusagen die Sicherheitssperre,
dass die jetzt diesmal jetzt aufgehoben, die nimmt sich aus dem Rennen. Und da können wir durchaus, ja, durchaus im Bereich der Medien, ja, ich meine, wir sind ja hartgesotten im Nehmen. Also wir haben ja schon, ich meine, mich hat das ja damals fasziniert vor Monaten, ja, als so wahnsinnig unvorstellbare Aktionen, also wo in allen Schlagzeilen tatsächlich gestanden ist, der heldenhafte Kampf USA-Kanada gegen UFOs. Ja, also da wurde richtig gegen UFOs gekämpft. Leider sind diese Schlagzeilen wieder verschwunden. Ich weiß auch nicht wohin, ich weiß auch nicht woher und warum sie gekommen sind, aber ganz spannende Sachen. Und hier sind halt eben jetzt die Dämme gebrochen. Das könnte eine interessante Geschichte werden. Auf jeden Fall hängt es mit Unklarheiten zusammen. Und das dritte Haus steht natürlich auch, wie wir natürlich wissen, für Wirtschaft, Handel und Industrie, also globaler gesehen, also auf einer größeren Ebene. Ja, ich habe gestern über die Häuser gesprochen. Ich habe gestern drittes Haus im Zusammenhang eben mit einem Individualhoroskop besprochen. Aber wenn ich das hier mundaner sehe, haben die Häuser natürlich auch eine andere Bedeutung. Ja. Für einen Ornithologen haben wahrscheinlich die Häuser auch eine andere Bedeutung als einen Vögelkundler. Das heißt, hier werden vielleicht möglicherweise, das dritte Haus hängt mit den Beinen zusammen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall mit Bewegung hängt es auf jeden Fall zusammen, wie das neunte Haus. Na, die Beine sind eher im neunten Haus, weil hier starke neunte Hausbesetzung steht auch immer für gute Läufer, für gute Sportler. Verzeihung. Und das bedeutet, hier im dritten Haus bringt uns Saturn allen etwas, und zwar steht er hier für das zweite Haus, Herrscher von zwei Saturn im dritten Haus eingeschlossen, da hat er sich gerade irgendwo gut versteckt. Spitze zweites Haus steht auf Krebsgraden, das heißt, wir haben 7 Grad 59, von 37 bis 10 Grad haben wir Krebsgrade, das heißt, wir erkennen, dass die Bevölkerung jetzt davon betroffen sein wird, weil der Saturn spricht in diesem Horoskop klipp und klar das Thema Finanzen, Vorsorge, Sicherheit an. Ja? Und in den Fischen eingeschlossen, ja, im dritten Haus, ist natürlich diese Geschichte, ja, mit Sicherheit, mit Vorsorge und so weiter, sehr, sehr, sehr ängstlich, sehr vorsichtig, mit großer Unsicherheit besetzt. Das heißt, ich kann auch aus diesem Aspekt herauslesen, das Thema Zukunftsängste, logisch, ja, weil Saturn eben für Sicherheiten steht und Fische steht für Auflösung und Rückläufigkeit ist dann sozusagen eine noch weitere Schwächung. Also das ist sozusagen, da hat der Saturn, würde ich sagen, den Jackpot aber wirklich ausgelöst. Also ganz witzige oder schwierige Besetzung, je nachdem, wie man möchte. Ja, ich habe natürlich geschaut, ob wir einen Spiegelpunkt haben, aber so ganz so richtige Spiegelpunkte, naja, das wäre, ich möchte es nicht zu sehr an den Haaren herbeiziehen, das wäre mit Mond, sagen wir, auf ein bisschen mehr als 28 Grad, das ist mir zu wenig. Ja. Hier am ehesten noch mit Uranus, so auf 29 Grad könnte man gelten lassen, ja, zu Uranus. Und Uranus ist eben der Hausherr des Saturn. Das heißt, hier versteht er sich mit dem Hausherrn nicht sonderlich gut. Das bedeutet übersetzt was? Ja? Das heißt, wir haben hier Herrscher von zwei Saturn im dritten Haus. Das ist die Finanzierung. Herrscher von zwei in drei bedeutet nichts anderes. Hier fließt Geld. Hier fließen Geld, Finanzen, Vermögen, Mittel und so weiter ins dritte Haus. Nennen wir es Wirtschaftsförderung. Ja? Das ist die Wirtschaftsförderung. Herrscher von zwei in drei. Und diese Wirtschaftsförderung ist eingeschlossen in den Fischen. Rückläufig. Muss ich noch was dazu sagen? Glaube ich nicht, oder? Das heißt, wir haben hier für die Wirtschaft eine Art Durststrecke. Erkenne ich hier ganz leicht. Ja? Ist ja ganz einfach herauszulesende Geschichte. Das heißt, hier wird offensichtlich oder ja, werden der Wirtschaft, Handel und Industrie die Gelder vielleicht gestrichen, entzogen oder umgewidmet oder ich weiß es nicht, vielleicht, ich kann jetzt schwer sagen, was hier genau geschehen wird, aber wir sehen über diesen, wenn auch hartschritten, aber doch irgendwie spiegeligen Punkt zu Uranus, dass es hier eben zu Schwierigkeiten kommt und natürlich Saturn-Uranus steht von der Energie her auch immer für Umbrüche, weil Saturn-Uranus ist ja der Revolutionsaspekt, also das heißt, hier wird sich etwas definitiv verändern. Ja? Und natürlich sehen wir hier auch immer wieder, drittes Haus, ja, drittes Haus Wassermann, Uranus, sechstes Haus, kann wieder das Thema digital sein, digitales Geld, das hatten wir schon öfter, dieses Thema. Ja? Also das kann hier auch so ein bisschen im Raum stehen. Wir wissen, dass es hier mit verschiedenen Industriezweigen Probleme gibt, die einfach sagen, okay Leute, hier ist eine Linie mit digitalen Computerpünktchen, möchte ich meine wertvolle Arbeit nicht mehr bezahlt wissen. Kann sein, dass viele beginnen zu erwachen. Wie gesagt, es ist nie zu spät. Wir haben Aszendent Schütze.
Der Geburtsregent des Schütze-Aszendenten ist logischerweise der Jupiter, der sich hier, meines Erachtens, wie ich immer sage, im Stier ist er sehr stark, ist er sehr wachstumsorientiert, im fünften Haus befindet. Das heißt, hier sehen wir Herrscher von 1 in 5, würde bedeuten, unsere Heimatländer, Mitteleuropa, wir versuchen sozusagen wieder zu wachsen, wir versuchen sozusagen wieder in den Wohlstand zu gehen, wir versuchen sozusagen wieder das Alte zurückzuholen. Stier steht er für das Alte, für das Gewohnte, was man sozusagen sich in vielen Jahren mühsamer Arbeit erworben hat. Sternzeichen Stier ist ja sehr, sehr fleißig, aber er will auch sozusagen entsprechend entlohnt werden. Er will auch sozusagen den Genuss des Lebens auch noch haben. Und das fünfte Haus ist eben ein wunderschönes Haus, weil es nicht nur für Sexualität, sondern auch für Kreativität, für Kunst, für Musik, für Urlaub, also für die schönen Dinge des Lebens steht. Und natürlich, wie wir gestern auch bei den Häuser-Video gehört haben, natürlich steht er auch für ein gewisses Risiko. Und natürlich, ja, natürlich erkennen wir hier auch über das Sextil zu Jupiter. Ja. Wir haben zwischen Saturn und Jupiter ein wunderschönes Sextil und der Saturn läuft richtig in das Sextil hinein. Also das heißt, es ist ein sich verschärfendes, verstärkendes Sextil. Das bedeutet, dass hier natürlich jetzt, ja, die Finanzierung, ja, Saturn, Herrscher von 2, dass das hier zum Lotteriespiel wird. Ja? Das wird zum Risiko. Ja? Hier haben wir ein hohes Ausmaß an Risiko für die Wirtschaft. Und naja, also das heißt, ich würde sagen, im zweiten Teil schauen wir mal ein bisschen näher auf das siebte Haus und das neunte Haus. Haben auch, glaube ich, immer wieder besprochen, das zweite, dritte, fünfte, siebte, neunte Haus hängen vom internationalen Handel her betrachtet sehr, sehr eng zusammen und natürlich auch das elfte Haus, die Europäische Union, hängt da natürlich auch dann logischerweise mit drinnen, weil wenn die Wirtschaft nicht mehr finanziert wird, ja, zweites Haus, Herrscher von 2 und 3, naja, dann wird es hier bei der ehemaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, wird das hier natürlich auch massive Auswirkungen haben. Gar keine Frage, keine Antwort. Weiter zum zweiten Teil. Ende.